Schön, dass wir eingeschaltet zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Und heute geht es ran, dass wir uns ein neues Einfamilienhäuschen basteln, was natürlich ein bisschen größer ist als in der letzten Folge, wie ihr es gesehen habt. Es wurde ja gewünscht, ein bisschen größer zu bauen. Jetzt erfülle ich euch den Wunsch, falls das Haus natürlich jetzt euren Ansprüchen wieder nicht reicht, dass es noch zu klein ist. Denn, kann ich nur sagen, wird es kein Haus beim nächsten Mal werden, sondern schon eine Villa. Weil dann sprengen wir schon das größte Maß für ein normales Haus. Ja. Das Haus bietet dir wie immer einige Schlafzimmer, eine Küche, Wohnzimmerbereich, Flurbereich und noch ein paar Bonuszimmer, die du natürlich gut nutzen kannst. Natürlich auch zwei Badezimmer, ha, da sind wir schon. Ja, von daher Blöcke in die Hand, auf geht's für das neue Einfamilienhaus. Für den Start heute holen wir uns einfach ein paar polierte schwarze Treppen raus. Davon dann nochmal die Stufen, ein bisschen weißer Beton, hellgrauer Beton, denn natürlich ein paar Steintreppen sind dabei, denn glatte Quarzstufen wie Treppen. Und dann nehme ich einfach mal als Beispiel ein bisschen schwarzes Glas heute und dann einfach nochmal ein paar Schwarzeichentüren. Zuallererst geht es wie immer an den Grundriss ran. Das heißt, wir nehmen unsere schwarzen Treppen einmal raus und setzen die uns einmal umgedreht hin. Da machen wir uns erstmal eine Reihe von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Treppen erstmal umgedreht vorne hin. Dann gehen wir einmal nach hinten, da setzen wir jeweils noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Treppen nach hinten. Insgesamt haben wir denn hier 22 Treppen an den Seiten und 16 auf der Vorderseite. So, nächste Aufgabe ist natürlich jetzt hier, sag ich mal, unser Rechteck noch zuzuziehen. Sobald wir die Treppen dann hier einmal überall mit verbunden haben, kommen wir jetzt schon zu unserem weißen Beton. Den wollen wir da jetzt einmal raufsetzen auf unsere Treppen und da würde ich mal sagen, machen wir das Ganze auf eine Höhe von insgesamt 7 Blöcke. Müssen wir mal gucken, jetzt habe ich hier 3, 4, 5, 6 und 7. Dann können wir die hier einmal langziehen. Soweit wir das Ganze auf 7 Blöcke hochgesetzt haben, können wir auf der Vorderseite und Rückseite schon so ein bisschen den Vorbau fürs Dach machen. Dann machen wir es ganz einfach. Hier so Treppenform, also treppenförmig oder pyramidenmäßig, setzen wir hier einfach Schicht um Schicht hier rauf, bis wir oben ankommen und dann nur noch zwei Blöcke hier haben in der Mitte. Andere Seite wollen wir natürlich auch gleich noch mitziehen. Und hier setzen wir das natürlich auch so pyramidenartig einfach hoch. Sobald wir das dann auf beiden Seiten erstmal so haben, fliegen wir mal auf die Seiten. Da lassen wir einfach mal, wir können von vorne, von hinten ziehen, ist eigentlich egal, einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke Platz. Dann schlagen wir 4 Blöcke weg, nochmal einen, dann gehen wir so runter und sollten hier auf der Seite dann auch nochmal 9 Blöcke haben. Wunderbar. Dann können wir das Ganze noch hier um, würde ich mal sagen, 3 Blöcke an sich erhöhen. Also 1, 2, 3 machen wir rauf und oben die letzten zwei Schichten können wir miteinander hier dann einfach verbinden. So, wenn wir das Ganze haben, können wir hier hinter einfach noch so eine Treppenform hier einfach, sage ich mal, oder so pyramidenartig hier so eine Ecke noch einmal ranbasteln. Das machen wir auf der anderen Seite genauso. Einfach hier mal kurz gucken. Wo haben wir hier 9? So, habe ich hier 9 Blöcke. Dann heißt es hier in der Mitte einfach mal 4 Blöcke weghauen. Andere Seite haben wir auch nochmal 9. Wunderbar, passt. So, dann gehen wir hier nochmal einen tiefer und setzen an den Seiten nochmal 3 weitere Blöcke rauf. Können oben die letzten zwei Schichten miteinander verbinden. Und hier auf der Rückseite setzen wir einfach nochmal so 3 Blöcke hier einmal ran. Jetzt haben wir ja schon die ersten Fenster uns hier reingebastelt. Das heißt, würde ich mal sagen, dass wir das erstmal auf jeder Seite machen. Und zwar fangen wir auf der Vorderseite einmal an. Und zwar lassen wir unten eine Blockreihe jetzt hier vom weißen Beton Platz. An der Seite würde ich mal sagen 2 Blöcke. Und dann schlagen wir hier einfach so ein 3x2 Fenster einmal rein. Lassen wieder 2 Blöcke Platz. Und dann mache ich jetzt hier meine Eingangstür so ein bisschen rein auf eine 2er Breite und 3er Höhe. Lassen wir wieder 2 Blöcke Platz und schlagen mir hier wieder so ein 3x2 Fenster rein. Über unseren 2 Fenstern jetzt an den Seiten gehen wir jetzt nochmal 1, 2, 3 Blöcke hoch und können hier auch nochmal so ein 3x2 Fenster einmal reinhauen. Andere Seite genau gleich. Wir fangen hier einfach an, gehen 3 Blöcke hoch und können hier dann auch wieder so ein Fenster einmal freischlagen. Sobald wir es auf der Vorderseite haben, biegen wir jetzt einmal hier auf die rechte Seite ab. Hier lassen wir jetzt einfach mal an der Seite, würde ich mal sagen, 3 Blöcke Platz. Dann schlage ich mir hier einfach so ein 2x2 Fenster rein, dann lasse ich mir 3 Blöcke Platz und schlage mir hier einfach mal so ein 4er Fenster rein auf eine 2er Höhe. Und dann würde ich nochmal mir um die, würde ich mal sagen, 4 Blöcke Platz lassen. 3, 4 Blöcke. Und dann schlage ich mir hier nochmal 4 Blöcke weg und mache mir das Ganze auf eine 3er Höhe. Das wird, sage ich mal, hier so eine ein größeres Fenster, wo man auch rausgehen kann, dann zum Garten oder so. Da mache ich mir dann gleich noch ein paar Stufen vorne hin. Und dann haben wir die Seite abgeschlossen und gehen mal auf die Rückseite. So, hier fangen wir auch erstmal an, dass wir an der Seite 3 Blöcke Platz lassen. Dann schlagen wir hier 4 Blöcke weg. Das Ganze mache ich jetzt hier auch auf eine, würde ich mal sagen, 3er Höhe. Setzen wir dann noch ein paar Stufen hier unten einmal hin. Neben diesem Fenster lasse ich mir dann einfach nochmal, würde ich mal sagen, 4 Blöcke Platz. Und dann schlage ich mir hier nochmal so ein 3x2 Fenster einmal rein.
Dann gehe ich wieder drei Blöcke hier rüber und setze mir hier auch nochmal so ein 3x2 Fenster rein. Lasse nochmal zwei Blöcke Platz und nochmal solch ein Fenster hier rein. Ja, dann haben wir die Rückseite somit abgeschlossen und fliegen noch auf die letzte offene Seite. Hier lassen wir einfach mal an der Seite zwei Blöcke Platz, schlagen uns 2x2 Fenster rein. Dann lassen wir uns dazwischen einfach mal fünf Blöcke Platz und schlagen hier nochmal so ein 2x2 Fenster rein. Lassen einen Block Platz und nochmal solch ein Fenster. Sobald wir schon die Fenster haben, würde ich sagen, hier einfach auf der anderen Seite lasse ich mir auch wieder so zwei Blöcke Platz und schlage mir dann hier einfach noch so ein Zweierfenster rein. Sehr schön, so, jetzt haben wir schon mal alle Fenster gemacht, kommen wir jetzt daran, auch hier gleich unsere Etagen reinzubasteln. Wir fangen natürlich erstmal mit dem Erdgeschoss an. Wir nehmen wieder unseren weißen Beton und ziehen uns jetzt einmal die Wände. Ihr könnt ja schon sehen, wie ich mir das, sage ich mal, hier so ein bisschen schon geplant habe unten. Ich nehme jetzt auch, sage ich mal, für den Boden jetzt hellgrauen Beton. Das ist jetzt nur das Muster. Du kannst auch gerne schon andere Blöcke nehmen, um dir deinen Boden zu ziehen. Aber jetzt hier im Musterbau, ne, reicht uns ja irgendeine Blockwahl. So, dann fangen wir an mit den Wänden. Und zwar fangen wir einfach bei der Tür vorne an. Da würde ich mal einfach hier zur Seite einfach gehen, dass wir hier uns dann gleich neben der Tür zwei Blöcke hinsetzen. Einen lassen wir frei und setzen uns 1, 2, 3, 4 Blöcke hin. Hier bei diesem dritten Block gehen wir einmal zur Wand. Und dann machen wir gleich auf der anderen Seite weiter von der Tür. Da setzen wir einfach gegenüber hier von der Tür nochmal drei Blöcke hin, gehen eins zur Seite, ein freilassen und drei Blöcke hin. So, gegenüber davon lassen wir so etwa zwei Blöcke Platz und dann setze ich mir hier einfach auch nochmal so eine Strebe hin. Da können ruhig die Öffnungen, sage ich mal, hier zu den Räumen dann gleich sein. Und dann wollen wir das hier auch nochmal in eine Richtung ziehen und zwar würde ich sagen um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke erweitern wir das Ganze und können das dann hier noch einmal zur Wand ziehen. So, von dieser Ecke hier würde ich nochmal zwei Blöcke Platz lassen, einen Block erstmal hinsetzen, zwei Blöcke Platz und drei Blöcke noch hin. So, das sind an sich jetzt unsere Wände, die wir jetzt unten haben. Die können wir jetzt auch gleich auf eine Höhe ziehen von insgesamt, würde ich mal sagen, vier Blöcke. Das reicht völlig aus. Sobald wir denn alle Wände hochgezogen haben, kannst du auch gerne über die Öffnung von unseren Eingängen natürlich noch die letzte Blockebene hier miteinander verbinden. Ich würde jetzt auch hier, sage ich mal, hier würde ja dann später der Küchenbereich sein. Da würde ich einfach mal diese zwei Blöcke hier nochmal wegmachen, dass wir nur unten und oben hier einfach einen Block haben. Das sieht immer ein bisschen besser aus, denn. Und den Rest würde ich mir eigentlich so offen lassen. Jetzt hier würde ich nirgendwo eine Verbindung mit gerne heransetzen. Das lassen wir einfach offen. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal unsere Quarztreppen und können jetzt einfach mal hier auf der vierten Blockebene einfach noch die Stufenreihe langziehen. So, sobald wir den Boden hier komplett einmal mit den Stufen hier noch ausgefüllt haben, können wir jetzt auf unseren Quarzstufen hier und unseren Wänden einfach noch eine, ja, irgendeine Blockreihe einfach mal platzieren, dass wir das erstmal als Boden haben. Weil da wollen wir uns dann auch gleich unsere Markierungen setzen. So, bei mir habe ich den Boden jetzt natürlich mit irgendeinem Block befüllt und mir das Ganze schon ein bisschen vormarkiert, wie wir uns jetzt die Wände machen wollen. Wir fangen am besten einfach auf der Vorderseite an vor unserem Haus, dass wir uns da erstmal die Markierungen setzen. Und zwar einfach, wenn wir jetzt von innen gucken, nehmen wir jetzt einfach mal hier das rechte Fenster und setzen da einfach 1, 2, 3, 4 Blöcke einmal vorne ran. Gehen nochmal 3 hier einfach zur Seite weg. Von denen ein, gehen wir nochmal einen nach vorne, setzen hier einfach mal so 3 Blöcke hin. Die Mitte von hier können wir einmal zur Wand setzen. Lassen wieder einen Block frei. Und setzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke einfach mal hin. Ich würde mal sagen, hier den dritten, wenn wir jetzt hier von unten gucken, können wir einmal hier wieder zur Wand einmal uns das Ganze ziehen. Oh, dann lassen wir mal hier unten einen Block Platz und setzen hier einfach mal eine Strebe zur Wand. Hier oben lassen wir wieder einen Block Platz und können jetzt hier einfach mal eine Strebe, würde ich mal sagen, bis hier, sage ich mal, zu diesem Dreier in der Mitte ziehen. Machen hier oben hier nochmal zwei an den Seiten einfach mal hin. Lassen einen Block frei. Drei Blöcke einfach mal hier hinsetzen. So. Und dann würde ich einfach mal von dem Fenster aus hier noch einen Block Platz lassen und dann hier nochmal so eine Strebe hin. So. Und dann haben wir eigentlich schon hier unsere Räumlichkeiten uns gezogen. Ich bleibe hier nochmal kurz stehen, mal kurz Video anhalten, ne? Dann kannst du die vielleicht auch so nochmal übernehmen, wenn du möchtest. Ja. Aber jedenfalls wollen wir das Ganze jetzt auch hochziehen. An sich hatten die Wände hier auf der eine Höhe von insgesamt 4 Blöcke, die wir uns hier machen können. Jetzt müssen wir aber ein bisschen aufpassen. Und zwar betrifft das, sage ich mal, Wände, die wir jetzt hier an den Seiten bauen. Und zwar, wir können das Ganze jetzt hier nicht unbedingt auf 4 Blöcke hoch machen, da wir ja, sage ich mal, hier schon, sage ich mal, denn halt hier zu hoch bauen würden. Also müsst ihr einfach mal gucken, ne, dass ihr euch, sage ich mal, denn hier ab der äußersten Schicht halt immer, sage ich mal, wie so eine Treppe, dadurch, dass denn hier auch so ein bisschen weiter baut, ne, dass wir uns hier halt die Wände so anpassen. Was natürlich hier in der Mitte ist von unserem Haus, das können wir natürlich auf 4 einfach hochziehen. Ne, das liegt ja alles hier noch im Rahmen, ne, dass wir jetzt hier nicht drüber bauen. Aber einfach hier an der Seite, dass wir hier ein bisschen aufpassen und das einfach so treppenartig hier so ein bisschen mitbauen. Damit das denn am Ende so erstmal hier aussieht. Wir können auch hier wieder über unsere ganzen Öffnungen, die wir ja jetzt freigelassen haben, für unsere Türen einfach nochmal einen Block drüber hinsetzen. Und ich würde mir auch nochmal hier eine kleine
ja, Streber einmal rübersetzen, hier in diesen Bereich dann reinzukommen. Ja, und sobald wir das denn hier alles erst so weit haben, würde ich mal sagen, dass wir das jetzt auch gleich nochmal hier mit unseren Quarzstufen und Treppen ausführen können. Und da würde ich euch einfach nochmal empfehlen, weil es einfach schöner aussieht, dass wir einfach mal hier bei diesen zwei Fenstern, die wir hier an der Seite haben, die ja, sage ich mal, vom Haus hier von der Seite oben sind, einfach nochmal hier bei den Wänden zwei weitere Betonblöcke hier einmal langziehen. Das machen wir bei beiden Seiten hier. Und schwupp. So, wunderbar. Dann können wir jetzt anfangen, alles hier mit den Quarzsachen auszufüllen. Packen wir am besten hier irgendwie in einen Raum an. Wenn wir das natürlich jetzt hier an der Seite bauen, wo wir, sage ich mal, später noch das darauf setzen, setzen wir immer hier einfach ein paar Treppen ran. Und sobald wir natürlich hier bei der vierten Blockebene sind, können wir dann einfach nur noch Stufen nehmen. So, ich würde mal sagen, das machen wir gleich nochmal ein zweites Mal, damit es fest sitzt. Also einfach hier an den Seiten fangen wir immer an mit erstmal zwei Treppen. Und sobald wir die natürlich gesetzt haben, können wir an der zweiten Treppe eigentlich hier gleich schon mal die Stufen ransetzen. So, wunderbar, dann haben wir den Raum auch schon abgeschlossen. Könnt ihr gleich in den nächsten gehen. Und falls ihr euch den jetzt natürlich macht, empfehle ich dir einfach mal, denn jetzt hier an der Seite, wo wir diese extra Blöcke uns einmal platziert haben, da einfach hier, zack, so ein paar Stufen noch darunter zu setzen. Sieht einfach schöner aus. Ne? Würde ich einfach machen. Und dann hier würde ich einfach beim vierten Block, zack, die anderen Stufen hier setzen. Und ich finde einfach die Quarzstufen mit dem weißen Beton, das sieht einfach schön aus. Da kannst du natürlich auch viele Farbwerke zu machen. Ne? Kommt dir darauf an, wie du dir natürlich dein Mauerwerk machst. Ne? In welcher Farbe. Dann kannst du da auch andere Stufen nehmen. Natürlich kannst du auch jetzt im Nachhinein noch überall noch ein paar Treppen, sag ich mal, über unsere Öffnung nochmal platzieren. Ne, falls du das natürlich jetzt auch erstmal machen möchtest, zack, dann machen wir überall die Treppen hin. So, bei mir habe ich die ganzen Stufen jetzt hier Eimer und Treppen hier verbaut bei unserer Decke. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Und zwar wollen wir doch natürlich einen Weg uns bauen, wie wir natürlich noch ins untere Geschoss kommen. Und zwar gehen wir hier einfach mal in den schönen großen Flur rein. Und wir haben hier, sage ich mal, hier diese eine Eckenstrebe, wo wir auch noch drunter, zack, hier noch ein paar Stufen platzieren können. Ja, sieht auch gut aus. So, jedenfalls hier vor dieser Strebe schlagen wir mal 1, 2, 3, 4 Blöcke mal weg und können da einfach mal unsere Treppe hinsetzen. Oh, hier unten das auch nochmal weghauen. Dass wir dann auch natürlich hier nach oben kommen. Einfach hier dann die Treppen nehmen. So, wunderbar. Wer möchte, kann die Treppen natürlich auch gleich ein bisschen stabiler bauen. So, dann passt das Ganze. Man kann natürlich hier auch noch ein bisschen was verfeinern. Sag ich mal hier, dass man sich vielleicht hier nochmal so eine Treppe hinsetzt, ne? Damit man sich auch nicht den Kopf stößt. Und dann kann man auch gleich noch ein Geländer sicher einmal platzieren. Wie natürlich jetzt auch, wenn man möchte, gerne schon die ganzen Türen sich einmal reinbasteln. Unten machen wir natürlich auch noch die Feinheiten, ne, dass wir uns noch ein paar Treppen basteln und auch hier die Tür natürlich überall noch einmal reinziehen. Fällt mir natürlich noch auf, wenn man, sage ich mal, jetzt hier in diesen Bereich geht, würde ich einfach noch mal hier drüber, zack, einfach noch ein paar Stufen hinsetzen. Sieht immer ein bisschen schöner aus. Und dann bleibt noch eins übrig, mit unserem Glas natürlich hier die ganzen Fenster noch zu beziehen. Sobald wir natürlich überall unsere Glasscheiben einmal platziert haben, würde ich noch die Tür einmal hier vorne bei unserer Eingangstür noch einmal reinsetzen, mir hier, zack, auf der rechten Seite. Und bevor wir die Blöcke wegtun, noch ein paar Stufen hier unten hin. Um weiterzubauen, holen wir uns einfach mal ein paar Schwarzeichenholzblöcke raus. Davon nochmal die Treppen, denn ein paar Knöpfe. Ich nehme jetzt einfach mal schwarze. Denn auch ein paar polierte Schwarzstein-Ziegeltreppen. Gott, oh Gott, immer solche langen Namen hier. Davon nochmal dann natürlich den Block und die Stufe-Variation davon. Dann holen wir uns noch ein paar glatte Steinstufen raus, ein paar Trichter und Steinziegelmauern. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal die Tür fertig. Dann nehme ich mir natürlich hier einfach mal die Schwarzeichenholzblöcke und Treppe dann einfach über die Tür einmal platziert. Wer möchte, kann auch gleich sich noch eine Klingel basteln. So, als nächstes wollen wir natürlich dann gleich einmal unser Dach aufsetzen. Daher nehmen wir jetzt einfach mal unsere schwarzen Treppen. So, die können wir einmal nach oben ziehen und gleich danach dann auch hier wieder einmal nach unten. So, wir können die Treppen dann natürlich auch gleich einmal überstehen lassen und ziehen die dann natürlich auch gleich einmal zur anderen Seite. Aber aufgepasst, hier an der Seite, wo wir unser Fenster haben, zack, lassen wir so eine Blockreihe Minimum Platz. So arbeiten wir uns dann hier einfach Schicht um Schicht hier einfach mal so ein bisschen hoch mit unseren Treppen. Sobald wir unser Dach mit unseren Treppen hier einmal so, ja, fertig gezogen haben, wollen wir noch ein bisschen was, sage ich mal, hier bei diesen Fenstern uns noch bauen. Zum einen können wir auf den weißen Betonblöcken hier einmal unsere Stufen setzen und dann würde ich mir einfach hinter diesen Betonblöcken einfach hier mal bei den Treppen so eine Treppe machen, die hier einfach angeeckt ist. Dahinter setzen wir uns einfach dann noch ein paar Blöcke hier von unseren Steinen. So. Und können dann nochmal bitte den hellgrauen Beton mal raussuchen und dann hier einfach mal als Dach den da einmal platzieren. Andere Seite wollen wir das natürlich auch noch gleich machen. Hier erstmal den Betonen, Treppen hier einmal anecken lassen und die Stufen natürlich noch einmal hier langziehen. Finden wir hier natürlich nur noch unsere Steinblöcke. Wunderbar. Sobald wir das denn hier abgeschlossen haben, nehmen wir nochmal die Treppen zur Hand und wollen wir das Dach ein bisschen stabiler bauen. Das heißt einfach hier unter Treppe, Treppe setzen wir halt einfach noch eine Treppe. Ja, auch bei der anderen Seite machen wir das auch drunter, ne? Nicht, dass wir das vergessen.
Und dann haben wir das da schon so gut wie fertig. Als nächstes machen wir noch ein paar Regenrinnen. Das heißt einfach, hier nehmen wir unsere Steinstufen, setzen die einmal darunter und können auch gleich hier noch so ein Regenrohr uns einmal platzieren. Trichter da oben hin und die Mauern einmal ran. Ich würde einfach mal sagen, das machen wir einfach auf jeder Seite. Also insgesamt 4 Regenrinnen müssen wir machen. So, und auch noch hier die letzte. Wunderbar. Jetzt sind wir am Ende des Videos wie immer angelangt und das heißt, wir gehen nochmal rein ins Häuschen, kurz Musik aufgelegt, ich verschwinde nochmal hier unter das Video und dann tauche ich gleich wieder auf. Aber erstmal gönn dir die Haustür. So, da bin ich wieder. Ja, ich hoffe, dir hat die kleine Haustür gefallen. Ist eigentlich relativ nett geworden. Würde ich schon fast drin leben wollen in Minecraft, wenn ich mir so ein Haus leisten könnte. Kostet bestimmt einige Emeralds oder auch ein bisschen schön viel Beton im Survival. Naja, ansonsten bedanke ich mich für immer fürs Zusehen. Wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.